petit et bon mendier, monsieur, dame, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen Mittag, meine Damen und Herren. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch. Das Ganze soll den Rahmen von einer Stunde nicht überschreiten, deshalb stelle ich mir hier die Eieruhr, die geht bis 55 Minuten, das mache ich jetzt einfach mal. Es kann sein, dass ich vorher aufhöre, wenn ich keine Lust mehr habe. Und ich beschäftige mich mit alter Musik, um mein Hobby Altfranzösisch zu pflegen. Und dazu habe ich mir Bücher besorgt. Es sind im Wesentlichen drei Bücher und es geht los mit Guide de la musique sacrée et chorale profane, l'âge baroque 1600 à 1750, sous la direction d'Edmond Lemaître, Fayard, les indispensables de la musique. Auf dem Titel sieht man die ungefickte Punz mit der Punzgeige, umringt von Eunuchen Kirchenschwuchteln. Kann ich mal gerade zeigen. Da sieht man das und ich gehe dann in der Zeit rückwärts. Das nächste Buch ist das Buch über Renaissance-Musik aus dem gleichen Verlag, Fayard, les indispensables de la musique. Da sieht man keine Punz mehr, sondern eine Frau, die was auf den Rippen hat und die hat eine Renaissance-Geige. Das ist so ungefähr der gleiche Bogen. Ich nenne das auch, es ist ein Renaissancebogen, aber bei mir heißt das Ding auch Punzbogen. Und ja, was man auch sieht, ist die Melancholie in der Frau, in den Augen der Frau. Kann gut sein, dass es sich um eine Depressive gehandelt hat, deshalb hat die auch was zu schrammeln in die Hand gekriegt. Der sollte nicht kalt sein, deshalb ist die mit einer Decke bedeckt. Die hat, so wie das da aussieht, sitzt sie auf Holz. Nicht auf Stein, damit der Popo schön warm bleibt. Die Kleidung ist auch ausreichend und ausreichend dick und ausreichend groß. Und ja, für mich wird da das Idealbild von Beschäftigung für depressive Muschis gezeichnet. Ja. Die sollten auch nicht hungern müssen, das sieht man auf dem Foto, auf dem gezeichneten Bild. Ich finde das Bild auch sehr schön und es geht um Renaissance, die Wiedergeburt des Menschen, zeigt das auch mal gerne. So, ich möchte in der Zeit rückwärts gehen und deshalb fange ich mit dem Guide de la musique sacrée et chorale profane an. Es gibt einen Klappentext auf der Rückseite. Bevor ich den lese, bei diesen Büchern aus dem Fayard Verlag, hat der französische Staat den Daumen drauf. Deshalb muss man immer die Bücher aufklappen. Die Bücher kommen aus einer Gelddruckerei oder Notenpresse. Und man muss hier hinten vorlesen, was da drin steht. Ich kann das auch gleich zeigen. Macht auch kein Geheimnis draus. Und dann ist dem französischen Staatsformalismus Genüge getragen worden. So. Achevé d'en premier en janvier 2018 sur les presses numériques. De l'an premier Mori SAS ZI Desante 1200 Millionen. Und weil es von der Notenpresse kommt oder Gelddruckerei, gibt es auch Numéro d'impression ist L17-57398G. En premier en France, Depot Legal, Genehmigung des Druckes oder Druckstockes Juli 2008. So, jetzt kann ich den Klappentext vorlesen. Ce guide de la musique sacrée et chorale profane prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical
qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourront les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Ne seront pas de trop pour en faire le tour. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourront les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours, ne seront pas de trop pour en faire le tour. L'âge baroque auquel est consacré ce volume est certainement en cette matière l'une des périodes les plus riches et celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette entreprise de redécouverte. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie, en briquet, messe, vêpres, briquet terminé. Les œuvres reposant sur les textes bibliques, en briquet, psaumes, ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament, ou encore célébrant certains épisodes de la vie de la Vierge et des saints. Il s'agisse aussi bien d'ouvrages pour voix ou parties solistes en briquet laissant de ténèbres, briquet terminé, que pour chœur a cappella ou avec orchestre, en briquet messe, cantate, oratorio, motette. Terminé. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associés. C'est ainsi qu'on trouvera dans ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach que celle de sa cantate du café du Messie aussi bien que de Semele de Händel. Jean-Sébastien Bach en briquet dans chacune des 210 cantates fait l'objet des commentaires briquet terminé Monteverdi Händel. Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, voisine avec quelques cents autres compositeurs parmi lesquels Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'il soit catholique ou protestant, cet immense répertoire est ici présenté, commenté et analysé dans toute sa richesse et sa diversité. So, das ist hinten der Klappentext. Es gibt ein Avant-Propos. Und es ist hier nass geworden oder sowas. Auf jeden Fall. Hoffentlich passiert das nicht öfter. Ich weiß nicht, aber der Staubsauger hat sich verabschiedet. Also der Nasssauger.
und die Holzstaubabzugsanlage. Es gibt ein Avant-Propos und kein Inhaltsverzeichnis. Das Buch lädt stark zum Blättern ein und ich habe angefangen mit Blättern. Und ich möchte zumindest, das Avant-Propos ist zweiseitig, die erste Seite des Avant-Propos vorlesen, damit ich wieder ins Französische reinkomme. Der erste Komponist, den ich mir danach auspicken werde, ist wahrscheinlich Bach, weil ich auch Bach-Noten gekauft habe. Da steht auch sehr, sehr viel zu Bach. Und es gibt hinten im letzten Teil ein Glossar. Und spätestens, wenn ich bei dem Glossar angekommen bin, Glossaire, nehme ich auch mein einsprachiges Französisch-Wörterbuch. Ich habe eins von Larousse in Blau-Gelb gebraucht gekauft. Zur Hand, da stehen auch altfranzösische Terme drin. Die Artikel sind nicht immer ganz richtig. Der moderne Franzose spricht anders Französisch als der im Ausland. Dann versuche ich auch das Glossar richtig zu übersetzen und wenn ich dann mit Durchblättern fertig bin und das Glossar übersetzt habe, versuche ich dann auch das Avant-Propos zu übersetzen und fange an, mich mit Bach zu beschäftigen, weil ich Bach-Noten hier habe. Und dann gucken wir mal, wo mich das hinträgt. Ich habe momentan ein Einnahmenproblem. Ich weiß auch nicht, wie ich an Geld kommen soll. Deshalb muss ich mal schauen, wie das weitergeht. So. Avant-propos. Avant-propos. À tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. Schütz, Psalm David, 1619. À tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. An alle, die von der Musik infiziert, von der Musik geküsst, von der Musik ja, angeschoben, initiiert, muss ich jetzt im einsprachigen Wörterbuch nachgucken. Mes salutations et mes hommages d'abord. Meine Grüße und meine Bewunderung kriegen die schon vorab. Und das ist aus Schütz, Psalm Davids, 1619. Ein sehr schönes Zitat, um so ein Buch anzufangen. Ce nouveau guide explore un domaine incommensurable, celui de la musique sacrée et de la musique profane, chorale. Schimmel im Wohnraum zu Wiesen bekommen. Ich merke das gerade. Ce nouveau guide explore un domaine incommensurable, celui de la musique sacrée et de la musique profane, chorale. Sa conception reprend celle des précédents volumes de la collection. Il s'agit donc d'un guide d'écoute dont les informations éclaireront l'auditeur dilettante autant que l'étudiant ou le professionnel.
Il se compulse comme un dictionnaire dont le nom d'auteur forme les entrées. Pour chaque compositeur, une... Was auch immer das jetzt wieder soll. Pour chaque compositeur, une biographie, une analyse générale de son style et des commentaires sur ses ouvrages, ses succédants. À la fin du volume, on trouvera une traduction de certains textes religieux latins, ceux qui tentèrent le plus les musiciens. Enfin, un glossaire complète cet ouvrage afin que le lecteur n'ait pas à interrompre sa lecture en consultant un autre livre. Musique profane chorale. D'aucuns s'étonneront de voir accoler ce complément à l'intitulé principal. L'intitulé principal. Pour l'époque qui nous occupe, en briquet 1600 à 1750, briquet terminé, la frontière entre le sacré et le profane n'est pas toujours bien définie. Ce flou provient de ce que les occupations spirituelles appartiennent à la vie de tous les jours. So, ich mache mal wieder das Fenster zu, es geht auch schon wieder besser. Musicalement, cela ne se traduit pas réellement par une interaction. Dans la grande majorité des cas, c'est l'art musical sacré qui subit l'influence de l'art profane. Nombreux sont les cantates religieuses qui empruntent à un concerto. Les motets qui calquent leur récit sur des airs d'opéra sont légion. Certaines œuvres ne sont parfois même que des parodies d'œuvres séculières qui, en général, ressortissent au genre de la cantate et qui exploitent un chœur. Il nous est donc apparu impossible de laisser dans l'ombre des pages profanes qui préludaient ou présidaient à l'édification des monuments musicaux tels que l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Mais un autre argument plus convaincant penche en faveur d'une association de la musique sacrée et de la musique chorale profane. Quelques genres musicaux
errant à la limite des deux domaines. Que dire de certains oratoria de Händel, où placer le genre de l'autre? Que faire des musiques nuptiales de celles qui commémoreront l'anniversaire d'un défunt? Elle parle d'espérance en Dieu, de foi chrétienne, mais n'appartient pas au genre liturgique, ni même paraliturgique. Fallait-il les délaisser pour autant? Il fut décidé de les inclure dans cet ouvrage et par extension de traiter les rituels qui exploitent le cœur. Fussent-ils du genre madrigal? So, ich habe noch nicht alles verstanden. Ich werde das noch ein paar Mal vorlesen müssen. Den Klappentext hinten, der ist nicht ganz so schwer. Habe ich mittlerweile verstanden. Sobald ich ans einsprachige Wörterbuch rangehe, fange ich auch an, da vorzulesen. Amand-Louise Couperon, Henri Desmarais. Hier stehen auch schon erste Noten drin. Also ich bin jetzt ungefähr auf Seite 360 und das Buch hat 814 Seiten. Ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch mit Blättern. Bin gleich wieder da. Henri Desmarais, né à Paris en 1661, mort à Lunéville en 1741, also geboren in Paris 1661, gestorben Lunéville 1741, das sind ungefähr 80 Jahre. Kein Geburtsdatum. Nur das Geburtsjahr und das Todesjahr, 80 Jahre alt geworden. Der Name Né d'une famille bourgeoise steht hier nur aus einer bürgerlichen Familie. Also der Typ war durch und durch heterosexuell, kommt aus einer bürgerlichen Familie und die kirchliche Chronik war gnädig. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist das hohe Lebensalter.
warum die dem 80 Jahre zugewiesen haben, weiß ich nicht. Das mit dem Geburts- und Todesdatum ist auch immer so ein Hinweis und ob in der Kirchenchronik was über den Vater oder die Mutter steht. Wenn da nichts über den Vater oder die Mutter steht, ist das schon ein starker Hinweis, dass sich einer stark benommen hat. Und solange da nur die Stadt und das Jahr auftaucht, ist man auch heterosexuell und keine Kirchenschwuchtel, die geplant durchs Leben geführt werden musste. Les Motets Laurent, die Lorraine, Motetten, Lauda, Jerusalem. Qui poursuit fin tour partem, qui poursuit fines tour, auch auf Latein durfte der komponieren. Es sind wie viele? 9 Stück, die hier aufgeführt werden. Mal gucken, ob es irgendwas anderes als lateinische Texte bei dem gibt. De profundis lim motet de Versailles, der durfte sogar für Marseille. Nö, es ist auch immer eine Aufführungsdauer. Ja. Ein Notenarbeiter, Henri Desmarais, heterosexuell, ansonsten weiter unauffällig und auf Lateinisch mit Zeitangaben. Der ist garantiert nie aus Frankreich rausgelassen worden. Den haben die auch nicht als Diplomat in andere Länder geschickt. Der war denen zu wertvoll. Der hat sich wahrscheinlich vermehren müssen und dürfen. So. Dann gibt es hier einen Kardinal, André Kardinal des Touches, baptisé à Paris le 6 avril 1672, mort en cette même ville le 7 février 1749. Eine Kirchenschwuchtel mit einem geplanten Leben. Todesdatum sind bekannt, Geburtsdatum ist bekannt. 72 und 49 enthalten auch keine Sechsen. Die 49 hat einen dicken Kopf hinten. 6. April ist auch ein normales Geburtsdatum, 6.4. Geburt ist unanständig, ist nicht mal mehr das Geburtsdatum, ist die Taufe, im Grunde genommen war die Taufe von dem Arschloch schon unanständig, deshalb haben die den 6.4. genommen. Jetzt fehlt nur noch, dass der Vater und die Mutter angegeben werden. Le Père Tachard, der Vater heißt Tachard, der wird auch genannt, der war vollkommen daneben. Élève des Jésuites, Klosterschüler, den hat man nicht immer mehr so auf die Menschen loslassen können. Ja. André Kardinal des Touches, eine typische Kirchenkarriere, ist über 70 Jahre alt geworden. Allein das ist schon unanständig. Ist auch nur ein kurzer Artikel. Ja. Halt ein typisches Kardinalarschloch. So. Ein Kardinal-Kirchenschwuchtel-Arschloch. Henri Dumont, né dans l'ancien pays de Liège en 1610, mort à Paris le 8 mai 1684. Also im Liège oder im Land der Liège. Geboren, das genaue Geburtsdatum steht nicht da, da steht 1610. Kann sein, dass der erstmal so unter dem Radar lief. Gestorben in Paris am 8. Mai 1664. Das
1684, das ist wahrscheinlich eine Schwuchtel auf der Sinnsuche gewesen. Dass der Satz danach passt auch danach dazu. Il entra dès 1620 comme enfant de chœur de Notre-Dame de Maastricht, où il devient en 1629 Organist. Also die Schwuchtel auf Sinnsuche hat sich in die Arme der Kirche in Notre-Dame in Maastricht begeben und 1629 ist er der Organist geworden, Henri Dumas. Ansonsten über 70 Jahre alt geworden, 74 Jahre, ein unanständig hohes Alter. Mal gucken, was er geschrieben hat. Ist hier mit französischen Titel angegeben, weil die Herkunft unklar war oder sie eine unklare Herkunft verpasst haben, durfte er wahrscheinlich nicht mehr auf Latein komponieren. L'Oratorio, Dialog de Anima, dann Le Petit Motet, Magnificat du Premier Ton. Dann das sogar eine Aufführungsdauer angegeben ist. Bei dem anderen ist auch eine Aufführungsdauer angegeben. 20 Minuten und 10 Minuten. Ja. Dann könnt ihr jetzt nachgucken, der kommt aus Holland, ob die den auch ins... Henri Dumont legt nahe, dass er auch reisen musste. Jubilemus excultimus. Sieben Minuten Aufführungsdauer, auch eine Zeit, mit der keiner was anfangen kann. Ist ja auch auf Lateinisch. Litanies de la Vierge. Oder Litanie de la Vierge ist wieder auf Französisch. 20 Minuten, damit kann man was anfangen. In 20 Minuten kriegt man eine Hinrichtung organisiert, ist da immer zugesagt worden. Das gibt es auch in Frankreich noch als Redewendung. Litanie de la Vierge passt auch dazu. Ancienne à Sainte-Cécile. Ich gucke jetzt mal. 2 Minuten. Das reicht, um jemanden auf die Guillotine zu legen. Ancienne à Sainte-Cécile passt auch dazu. Ist das ein Stück danach. Es secrutum valeriane. Zwei Minuten. Vielleicht für nach der Hinrichtung. Ich stelle mir das immer so vor. Und wie gesagt, 20 Minuten bei Litanie de la Vierge passt wirklich zu. In 20 Minuten kriegt man eine Hinrichtung organisiert. Le Grand Motet, Benedictus Dominus Deus Israel. Auch wieder 20 Minuten. Nissi. Wie heißt das nochmal? Benedictus Dominus Deus Israel. Passt auch zum Thema. In 20 Minuten kriegt man eine Hinrichtung organisiert. Nisi Dominus. 14 Minuten, Excuta Animus Pre Laetitia, 15 Minuten, U Dulcissima et in Aeternum Benedicto Vergo Dei, 20 Minuten, U Dulcissima et in Aeternum Benedicta Vergo Dei. Und dann Cantemus Domino, auch nochmal 20 Minuten. Der hatte viele 20-Minuten-Stücke. Ist aber unanständig alt geworden. Das heißt, wenn man Henri Dumont in die Welt geschickt hat, hat er sich vielleicht seine eigene Musik anhören müssen und ist dann immer knallweiß geworden, weil er genau wusste, in 20 Minuten kann man auch eine Hinrichtung organisieren. Würde passen auch zum Namen.
Ich möchte jetzt, glaube ich, auch aufhören. Ich möchte gar nicht so viel auf einmal machen. Bin zwischendurch auch mal aufgestanden, habe am Anfang meine Uhr vergessen. Ich bin momentan so ein bisschen unruhig. Es geht weiter mit Francesco Durante. Ne a frata maggiore le 1684 Mor Neapel. Also mit einem Italiener geht es weiter. Dann haben wir bis jetzt auch relativ wenig. Und dann Johann Friedrich Fasch, den kennt man hier in Deutschland. Der kommt nämlich aus der Nähe von Weimar in aus Buttelstedt. Da sind nur Geburts- und Todesdatum angegeben. Und der ist genau 70 Jahre alt geworden. Das ist ein vorbildliches Kirchenleben, wenn man die 70 genau trifft, nicht überschreitet und da nur Geburts- und Todesjahr angegeben werden. War deshalb wahrscheinlich auch mal, ist sogar auf Deutsch was innen hier Fasch aufzuführen. Habe ich auch nicht mehr mitgekriegt, dass das gemacht wird von der deutschen Kirche. Im Grunde genommen legt das, was hier nahe, steht, nahe, dass die deutsche katholische Kirche auf Johann Friedrich Fasch stolz sein soll und das zur Aufführung bringt. Ich kriege das aber nicht mehr mit, dass das passiert. Ich finde das schade. Ja, kann man auch nichts machen. So, das war's für heute. Macht die nächsten Tage weiter. Tschüss. Ich habe noch ein bisschen was auf der Uhr, aber ich finde, es war lang genug. Tschüss.